Willkommen! Es gibt wieder neue Karten, wie zum Beispiel die Spanish Lands und die La Vallée Perdue. Und neue Karten sind nicht das einzige, sondern Updates kommen auch noch dazu. So, die erste Karte heute ist die Hollandsche Veld. Sie wurde aus dem FS19 konvertiert. Natürlich gibt es alles, was im LS22 auch da ist. Der Mapper heißt Sioret. Auch wieder schwer zum Aussprechen. Ja, die Holländische Feld ist ein Ort mitten in der Rente. Gut, dann haben wir Verträge. Schappen, Kojen. Ich schätze Schafe, Kühe. Ist halt holländisch, schätze ich mal. Holländisch und Deutsch sind sich sehr ähnlich, so viel ich weiß. Bitte korrigiert mich, sollte das nicht so sein. Ja, verkaufen kann man alles bis auf die Bretter, was ich da so sehe. Und im schnellen Durchlauf habe ich nichts gefunden. Im Wachstumsgelände wurde auch nichts verändert. Wie schaut das Ganze hier aus? So, knapp 90 Millionen kostet das Ganze. Die Felder sind zum Teil, naja, ein Feld, eine Wiese oder zwei Felder oder auch ein Feld oder Gebiet finde ich in Ordnung. Oder hier sind sogar zwei Wiesen. Ja, und ja, das kann man sich durchlesen, ist das sogar auf Deutsch. So, Stahlfahrzeuge. Schauen wir mal auch, was wir da haben. Walter. Ja, damit kann man schon was anfangen. So, Seemaschinengruppe ist auch da. Wasser- bzw. Milchtransport, Mähwerke, Wender, Schwader. Also, man hat im Prinzip alles. So, das sollte der Hof sein. Und ja, schauen wir mal. Ja, ein eher klein gehaltener Hof, aber hinten würde ich sagen, kann man noch weiterbauen, oder? Nein, das ist das. Okay, das sollte, so wie das ausschaut, der ganze Kuhstall sogar sein. Naja, ist ja nicht immer so übel. So, wie gesagt, da haben wir halt die Kühe und Schafe, Farmhaus, den Händler haben wir hier. Und meine Biogasanlage auch irgendwo da in der Nähe. Ja, hier. Und ich glaube, das muss man halt so kaufen. Probieren wir das mal aus. Ob das will ich. Ja, Biogasanlage hat man auch schon gekauft und kann man Moment, ja, Biogasanlage haben wir auch da und kann man auch gleich benutzen. Fahrsilos und jede Menge Platz für weitere Fahrsilos oder sogar einen Hof. Ja, eine holländische Karte ist halt auch sehr eben, aber mit Wassergräben. Ich glaube, das ist für Holland eigentlich normal. Glaube ich. Ich war noch nie da, also bitte berichtet mich, wenn das nicht so der Fall ist. So, Forstgebiete sind für unsere Forstliebhaber auch da. Und ja, ist ja komplett eben, aber eben holländisch würde ich sagen. La Vallée Perdue ist die zweite neue Karte heute. So, und diverse Gebiete haben wir zum Kaufen und ich schätze mal, Felder muss man sich selber erstellen. Ja, ich schätze mal, Verträge hat man keine, Produktion hat man auch keine. Ja, Verträge sind keine da, Tiere sind keine da. Stahlfahrzeuge hat man. Naja.
600 Monate? Okay. Also die ganzen Fahrzeuge sind halt schon sehr gebraucht. Oh, Einkauf um 3000, Verkauf um 1200. Ja, macht Sinn, wenn das so ist. Weil sonst kann man nicht sozusagen, ja, wie soll ich sagen, billig einkaufen und teuer verkaufen. Weil dann macht das Ganze ja irgendwie keinen Sinn, muss man ehrlich sagen. So, Wachstumskalender passt auch. So, Steuerfahrzeuge 515er, 720er, John Deere T560 und da sind wir wieder bei dem Ganzen. So, das sollte der Starthof sein. Ein kleiner, feiner Hof. Dann haben wir da ein, zwei Felder rundherum. Ah, das Ganze gehört und einem auch schon. Und so wie das ausschaut, kann man auch etwas Forst machen. Ja, finde ich in Ordnung. Diverse Wege sind auch schon eingezeichnet und im Prinzip kann man die ganze Karte so gestalten, wie man möchte. Genauso wie die No Man's Land. Komplett eben ist sie nicht und ja, schaut auf der einen Seite wirklich nicht übel aus. So. Da haben wir Verkaufsstelle. Und wo haben wir denn eigentlich den Händler? Ich probiere mal was aus. Da. Ah ja, da ist der Händler. Ist nicht auf der Karte eingezeichnet, aber da hat man halt alles. Ist mittig oder halbwegs, nur eigentlich in der Mitte der Karte angeordnet. Ja, im Prinzip nicht schlecht. Man kann halt alles weiterarbeiten, weitermachen, größer machen. Und ja, für jeden ist diese Karte garantiert nichts. Aber wenn jemand selber Felder erstellt, bevor es geht und ja, im Prinzip eine, naja, fast eigene Karte herstellen möchte, ist diese Karte absolut richtig. Und bevor ich es noch vergesse, die Karte kommt von Acerogen und die Karte muss entpackt werden, weil darin ist ein Ordner. Und ja, der Ordner heißt eben Lavelle Perdue. Wie gesagt, einmal entpacken, den Ordner in den Mods-Ordner schmeißen und sollte man die Karte im Multiplayer spielen wollen, muss man sie leider neu packen, aber nicht nur den Ordner, sondern hineingehen in den Ordner und die ganze Moddesk dort entpacken, beziehungsweise neu packen, nicht neu packen, um sie im Multiplayer spielen zu können. Die dritte Karte ist die Unair.lore. Eine Karte von Led 3F Clement. Ja, auf dieser Karte gibt es zwei Höfe, zwei Milchviehhöfe. Nämlich, und es gibt sogar eine Genossenschaft in Kuma. Die Karte ist am besten geeignet für kleine Geräte. Und die ganze Karte ist eine fiktive Karte von der Gegend von Department Outlaw in der Aubergine. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. So, Verträge haben wir da. Die Stelles haben wir noch keine. Steuerfahrzeuge sind auch keine da. So, Verkaufsstellen. Holz kann man nicht verkaufen. Finde ich schade. Was sonst? Ja, Schokolade, Brot und Möbel sind auch nicht zu verkaufen. Und ja, zu dem Mutterfood kommen wir dann auch gleich. Ja, da wurde nichts verändert. Die anderen sind auch alle dabei. So, was haben wir denn? Also, Baumwolle ist auf jeden Fall mal weg. Dann, was ist noch weg? Baumwolle ist weg.
Zuckerrohr ist weg. Und mir fehlt nur noch was. Kartoffeln, Zuckerrüben. Mais, da Raps, Rühr, Sorghum. Mir fehlt momentan nicht ein, was alles fehlt. Okay, 7 zusätzliche Kulturen. Da haben wir italienisches Weidegras, Luzerne, Klee, Roggen, Triticale, Futtersorghum und Maiskolben. Natürlich sind auch Geräte da zum Ernten dafür. So. Es gibt eine Stoppel- und Graszerkleinerung, wenn ein Land gekauft wird. So, schauen wir uns mal den ersten Hof an, der ist da hinten. Also große Hallen sind auf jeden Fall mal da. Die Felder sind dicht an dicht. Eben ist das Ganze auch nicht, also schön hügelig. Und was haben wir dann noch? Die zwei Kuhweiden sind bei Feld 27. Das haben wir sozusagen hier. Also hier das eine, schaut recht interessant aus. Und auf Feld 111. Das haben wir da unten. Da fliegen wir mal kurz hin. Wir sehen auch ein bisschen, wie die Karte ausschaut. Ja, da haben wir dann auch was. Ist aber nicht 111, aber es schaut nicht schlecht aus. Ja, das ist nämlich auch bei Fett 84, das ist sowieso eingezeichnet, kann man auch kaufen. Ja, Kuhstall groß. Da haben wir dann was und 111. Ja, da wäre quasi die Weide sozusagen. Wahrscheinlich, wenn man das Land kauft. Ja, ich habe sie nicht ganz. Schreiben wir noch kurz was drauf. Damit man das Ganze schauen kann. Ja, Kuhweide. Also, ich würde sagen. Perfekt. Und ja, die Felder und das Ganze ist wirklich eher wirklich für kleine Geräte. Und im Großen und Ganzen kann ich wirklich nichts Schlechtes eigentlich finden an der Karte. Wie gesagt, kleine Geräte finde ich alles top. So, was haben wir denn da? Ah, da haben wir auch wieder Kuhstall mit einem Hof. Und ja, nein, den haben wir nicht gesehen, was anderes haben wir da gesehen. Das wäre nämlich, ja, 19 Millionen. Na, dafür habe ich leider ein bisschen wenig auf der Kante. Ja, das haben wir da gesehen. Und Feld 27 war das. Jetzt 27. Ja, da haben wir dann auch die Kuhweide. Passt. Perfekt. Also auf jeden Fall eine richtig schöne Karte. Bei 10 kann man auch. Auf jeden Fall kann man hier so ziemlich viel Zeit und Zeit drauf verbringen und auch viel Spaß haben auf der Karte. Karte Nummer 4 ist die Spanish Lands von Sebi Modding. Oder AM Modding. Also eine wirklich interessante Karte. Beim Wasserforst ist alles schön angezeichnet sogar. Da kann man Forst kaufen. Es gibt nur ein Forstgebiet, soweit ich sehe. Felder sind sehr interessant. Nämlich es gibt unter anderem auch 58 davon, 6 Rasenflächen, ja, nur ein Waldgebiet, 3 Bauernhöfe und natürlich Straßenverkehr ist auch vorhanden. So, Stadtfahrzeuge hat man keine. Beim Wachstumskalender ist auch nichts verändert worden. Also das passt dann schon. So, wo starten wir denn überhaupt?
Das schaut mir verdammt nach einem Hof aus. Schauen wir mal, Farm Nummer 1. Wo befinde ich mich jetzt überhaupt? Da oben. Jetzt sehe ich mich. Da haben wir auch schon 3 Felder und das ist das einzige. Dann haben wir Farm 2. Da hat man 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6 Felder. Beim zweiten Hof Kostenpunkt 504.000 € und irgendwo muss dann noch der Dreier sein, das ist der hier, und da hat man auch 2 zusätzliche Felder. Ich schätze mal, das ist Gras oder irgendwas anderes. Nein, irgendwas anderes ist da auf. Wie gesagt, das ist der erste. So, da haben wir einen Stier und die Karte ist inspiriert von der spanischen Gegend von Andalusien. Da haben wir Hof 2. Und zwar vom Norden Andalusiens. So. Da haben wir dann gleich Hof 3. Ah, das ist das Forstgebiet. Da stehen ein paar wenige Bäume da. Und ja, das wäre der Hof 3. Kann man eigentlich. Oh, naja. Es belastet eigentlich weniger, aber nun ja, es gibt einen Unterstand. Oder ein paar Unterstände. Also es gehört noch ein bisschen weiter gearbeitet. 2 Verkaufsstellen. Ja, wie schaut das Ganze aus? Holz kann man nicht verkaufen. Schon ein bisschen blöd, wenn man aber schreibt, dass man Ausgebiet hat. So, Schokolade, Brötte, Möbel geht nicht, Holz geht nicht, geht Hackschnitzel. Ja, Hackschnitzel geht wenigstens zu verkaufen. So, das war's dann auch mit der Spanish Lands. Schaut auch wieder interessant aus und sicher schön zum Spielen. Und gut, dann kommen noch 2 Karten, erstmal so mit Update. Aber genaueres schauen wir uns noch gemeinsam an. So, die erste Update-Karte und ja, auch die zweite eigentlich ist die Elm Creek Farming V2. Ja, was wurde hier gebaut? Der Platz hier, wo die Schlucht war, der ist weg. Dann gibt es neue Häuser, neue Straßen, neue Feldwege, einen Campingplatz gibt es auch. Ja, es wurde halt so ziemlich viel verändert. Neue Flüsse gibt es auch irgendwo noch. Ich weiß jetzt nicht genau, wo, muss ich sagen, ich spiele die Karte eigentlich eher weniger. Dann gibt es ja 2 Farmen, 2 Farmhäuser. Ja, wie üblich sind die ganzen Produktionen ja auch verbaut. Gut, das hier ist sowieso gleich. Und natürlich kann man sich diese ganzen Gebiete mit den Häusern auch kaufen, wie halt auch auf der Standardkarte. Da wurde eigentlich nichts verändert, genauso wie hier auch. Ja, weiters, was haben wir dann noch? Die ganzen Länder wurden auch neu organisiert, also neu zusammengelegt. Natürlich Biogaslager hat man auch da. Ja, muss man ja neu zusammen, vor allem wenn hier 90, 89, 91, 92, 93, dann hier 23. Also da wurde so einiges verändert. Weil man weiß ja, was da
eigentlich war. So. Der Fluss kann auch austrocknen, wenn ich richtig gelesen habe, ja. Und hier hat man natürlich auch die große Fläche. So. Und dann schauen wir zu der zweiten Elm Creek Farming. Ja, die Elm Creek Farming Multifruit. Ja, im Prinzip das gleiche wie bei der vorherigen Elm Creek Farming. Nur hat man hier Multifruits. So, haben wir es. Nämlich, es gibt 10 neue Früchte. Roggen, Luzerne, Karotten, Hopfen, Lavendel, Hirse, Zwiebel, Mohn, Roggen, Dinkel und Radikale. Also jede Menge. Finde ich gut. Und ja, das war's dann auch mit dem Map News. Dankeschön fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Wir sehen uns wie üblich in 2 Tagen wieder. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao, ciao.